Hallo liebe Menschen, Marina hier mit einem kurzen Take zur Europawahl, weil ich die Argumente, die ich zu sagen hätte, noch nicht gehört habe. Entschuldigung, ich habe hier einen Hund. Ich möchte darüber sprechen, wie Jugendliche gewählt haben, weil mir die meisten Analysen zu kurz kommen. Erstens, Jugendliche haben viele Kleinstparteien gewählt und das ist nicht ungewöhnlich, das ist völlig normal. Jugendliche wählen viel themenorientierter. Sie gucken ganz genau, was sind die Programmpunkte jeder einzelnen Partei und orientieren sich nicht so sehr daran, aus welchem Milieu stamme ich oder welche Partei hat meine Familie immer gewählt. Warum haben junge Leute so viel AfD gewählt? Wird jetzt drauf und runter gefragt. Erstens, Jugendliche haben überhaupt nicht mehr AfD gewählt als andere Altersgruppen. Das ist also relativ gleich verteilt. Aber der Grund, warum überhaupt so viele Menschen AfD wählen, ist nicht aus Protest. Ja, das ist ein Märchen, das wir uns seit langer Zeit erzählen. Menschen wählen AfD als Protest. Nein, die wollen das so. Und natürlich bedient die AfD einen Rassismus, der in der Gesellschaft vorhanden ist und auch einen Antisemitismus, der in der Gesellschaft verankert ist und eine generelle populistische Wut. Klar. Aber ich würde sagen, während sie in vielen Dingen lügt, in faktischen Dingen lügt, spricht sie emotionale Wahrheiten an. Und das ist etwas, was, glaube ich, andere Parteien nicht in dieser Stärke tun. Denn die Währung der AfD ist Angst. Und gerade junge Leute haben sehr viel Angst. Sie haben Angst vor dem eigenen sozialen Abstieg. Sie haben Angst um ihre Zukunft. Sie glauben dieses Märchen nicht mehr, dass man nur hart arbeiten muss und dann wird alles besser und dann wird man reich und kriegt Wohlstand. Nein, sie wissen, dass sie keinen Wohlstand haben werden, wenn sie nicht gerade reiche Eltern haben. Und ein Teil von Jugendlichen wendet sich dann tatsächlich an Crypto-Bros und Versprechungen und eben auch an Versprechungen von Parteien, die sagen, hey, wir nehmen deine Angst ernst und wir kümmern uns um dich und wir werden es denen da oben so richtig zeigen. Ja, da ist eine Elitenkritik, die durchaus diesen wahren Kern anspricht, dass Arme immer ärmer werden und Reiche immer reicher. Aber die geht halt in eine total falsche Richtung und macht das dann an Großstädtern fest oder an Woken oder an was. Während die eigentlichen Menschen, die in Deutschland sehr viel Macht haben, die gut vernetzten Menschen mit viel Geld sind und vor allem auch Lobbygruppen angehören. Und das gilt für alle europäischen Länder. Und ich meine, ich höre oft, warum wählen Ostdeutsche so viel AfD? Naja, die wurden in einem autoritären System sozialisiert, ne? Das ist ein häufiges Argument. Und deswegen neigen sie eher zu autoritären Parteien. Hey, wisst ihr, wer noch in einem autoritären System sozialisiert ist? Jugendliche. Weil Schule als die Institution, in der sie bisher den Großteil ihres Lebens verbracht haben, nicht gerade ein Ort ist, an dem sie freie Entscheidungen für sich selbst treffen können, wo sie oft in diesem 45-Minuten-Takt ihre Neugier umzustellen haben, wo sie Erwartungen zu erfüllen haben, wo sie nicht über die Form ihres eigenen Lernens bestimmen können und oft nicht mal darüber, wann sie essen oder wann sie auf Klo gehen. Natürlich passe ich mich ein in so ein System. Und dann erscheint mir auch eine autoritäre Partei nicht als etwas so wahnsinnig Undenkbares. Sondern das ist die Art, wie man denkt. Man ist von Komplexität dann schnell überfordert, wenn man nicht früh damit zu tun hatte. Und daran sind nicht die einzelnen LehrerInnen schuld oder die einzelnen Schulleitungen, sondern es ist, dass das System als Ganzes überhaupt nicht darauf angelegt ist, dass Jugendliche früh Verantwortung tragen und dann eben auch lernen, in der Komplexität unterschiedlicher Bedürfnisse und Zwänge zurechtzukommen. Plus zu Hause sind Jugendliche natürlich auch in einer recht schwachen Position. Sie müssen auf ihre Eltern hören. Und es gibt solche und solche Haushalte. Das heißt, wir können gesellschaftlich überhaupt nicht garantieren, dass die Gewöhnung an Verantwortung, an Rücksicht aufeinander, an Komplexität und an Entscheidungsfindung von den Eltern geleistet wird, weil die Eltern das selbst in sehr unterschiedlichem Maße können. Ist Social Media schuld? Ich meine,
Klar spielt Social Media einen Anteil. Wir alle haben jetzt gehört, dass die AfD auf TikTok die stärkste Partei ist. Aber ich meine, es ist auch kein Wunder, ja. Gerade Kra als der AfD-Spitzenkandidat, der auf der chinesischen Plattform super beliebt ist, während er in mehrere chinesische Spionageskandale verwickelt ist. Und die anderen Parteien bespielen diese Plattformen nicht. Ja, ist ein Punkt. Aber ich glaube nicht, dass es ausreichend ist. Ich war in einer Diskussion mit Vertretern vom Bundespresseamt und habe gesagt, hey, die Regierung kommuniziert nicht mit Jugendlichen. Parteien kommunizieren nicht mit jungen Menschen als Zielgruppe. Und die Antwort war, ja, wir sind jetzt auch auf TikTok und wir sind auch auf Instagram. Und das ist für mich nicht kommunizieren mit jungen Menschen. Kommunizieren mit jungen Menschen wäre, hey, wir sehen, dass ihr Angst habt in einer Welt voller Krieg, in einer Welt mit Klimakatastrophe, in einer Welt mit einer völlig ungesicherten Zukunft. Wir sehen, dass ihr Abstiegsängste habt, und euch Sorgen macht um Gerechtigkeit, um Frieden. Und wir leiten Schritte ein, damit ihr die Möglichkeit bekommt, weiterhin ein unverzichtbares Mitglied dieser Gesellschaft zu sein. Und damit ihr, egal wohin euer Weg euch führt, egal was ihr beitragen könnt, einen sicheren Platz in der Welt habt. Und wir leiten die Schritte ein, die es braucht, damit die Erde auch in 30 Jahren noch ein bewohnbarer Planet ist und damit auch in 30 Jahren noch Frieden gesichert ist und Lieferketten gesichert sind. Wir sehen, dass ihr überfordert und überfrachtet seid, dass ihr sehr oft Burnout kriegt, schon in der Schule. Wir sehen die Prüfungskultur und wir wollen daran arbeiten, das für euch zu entschleunigen, damit ihr eure Jugend auch genießen könnt. Wir sehen, dass ihr einsam seid, weil euch dritte Orte auch fehlen, weil Innenstädte dafür da sind, zu konsumieren. Und wenn man nicht konsumieren kann, kann man dort auch nicht sein. Und damit wird man ausgeschlossen. Wir sehen, dass wir so autozentriert sind, dass man ein Auto hat, um irgendwo hinzukommen und ihr das nicht habt. Wir hören, was ihr sagt. Und wir wollen hören, was ihr sagt. Und Social Media ist dafür da, genau diesen Rückkanal auch ernsthaft zu nutzen. Und wir hören das nicht nur, sondern wir werden umsetzen, was ihr euch eingibt. Wie wir sind eure Stimme, wir sind eure Vertretung. Das wäre echte Kommunikation mit jungen Menschen. Und als diese Zielgruppe sprechen Parteien Jugendliche nicht an. War das Wahlrecht ab 16 ein Fehler? Nein, nein, das Wahlrecht ab 16 war trotzdem gut und richtig und wichtig. Das ist so ein bisschen, also erstens, ich mag das Argument nicht, hey, ich mag nicht, wie die gewählt haben, vielleicht sollten wir das mit der Demokratie überdenken. Dann sollten wir überhaupt in eine Diktatur. Ja, also auch wenn ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin, stehe ich immer noch hinter mehr Demokratie. Und das ist ein bisschen, als würden wir sagen, hey, junge Menschen machen irgendwie mehr Fehler im Straßenverkehr. Vielleicht sollten wir sie nicht auf die Straße lassen, bevor sie 18 sind und auch nicht als Fußgänger am Verkehr teilnehmen lassen. Wir sollten sie einfach zu Hause lassen und dann, wenn sie 18 sind und reif genug, dann sollten wir sie auf die Straße lassen. Und das ist total bescheuert. Wir können nicht erwarten, dass Menschen, die keinerlei demokratische Rechte haben, an ihrem Umfeld mitzugestalten, die verbindliche Rechte haben, irgendwie wirklich mitzusprechen in den Dingen, die viel für ihr Leben bedeuten, dass diese Menschen gestern gefragt wurden, ob sie auf Klo gehen dürfen und morgen irgendwie super aufgeklärt und gegen Populismus gewappnet ein Europaparlament wählen. Das ist doch totaler Schwachsinn. Ich finde, das Wahlrecht sollte eher noch früher kommen, weil die SchülerInnen, mit denen ich arbeite, die sind wahnsinnig politisch interessiert. Und die haben verschiedene Sorgen und Nöte und Visionen und Ziele, die sie auch lernen zu formulieren, aber erst, wenn das was bedeutet, also wenn es irgendeine Konsequenz ergibt, dass sie das formulieren. Das heißt, was sollen wir tun? Wir sollten Jugendliche wirklich als Zielgruppe wahrnehmen und ansprechen. Das bedeutet Förderung von öffentlichen Verkehrsmitteln und von Ortskernen, die in denen man einfach sein darf, in denen man sich wieder treffen kann, die Förderung dritter Orte,
Und tatsächlich auf diese Überforderung eingehen, das heißt auch Geschwindigkeit rausnehmen aus der Bildungs- und Karrierelaufbahn und die Zukunftsängste, die die Jugendlichen absolut berechtigt haben, ehrlich ansprechen, emotional ehrlich sein. Und ich weiß nicht, ob ihr es gerade gemerkt habt, aber das sind exakt die Dinge, die allen Altersgruppen gut tun würden. Ich glaube daran, dass wir nicht weniger Demokratie brauchen, sondern im Gegenteil mehr, weil Menschen sich an Demokratie gewöhnen. Menschen sozialisieren sich in Demokratie hinein. Und je mehr sie selbst Verantwortung tragen, desto mehr verstehen sie, wie Prozesse ablaufen, desto besser können sie ihre eigenen Bedürfnisse erkennen, aber auch die Bedürfnisse ihrer Gegenüber. Sie lernen, diese Dinge zu formulieren und auszuhandeln und in Streit und Kompromissen zu gemeinsamen Entscheidungen zu kommen. Und dann fallen sie auch weniger auf Populismus herein. Und dann brauchen sie auch nicht diese innere Unruhe in Aggression und in Rassismus und in Sexismus zu verwandeln, sondern kommen viel besser mit ihren echten Bedürfnissen, mit ihren echten Ängsten klar. Und das ist auch ungefähr, was ich mache, einfach nur damit ihr nicht denkt, oh, das ist alles so nebulös, das ist nichts Konkretes. Ich arbeite konkret seit 10 Jahren am Projekt Aula an Schulen, um genau das zu fördern, um Jugendlichen diesen verbindlichen Entscheidungsraum zu geben und sie auf eine Teilnahme an der Demokratie sowohl durch Wahlen als auch durch sonstiges Engagement vorzubereiten. Und ich habe zufällig das alles hier in dem Buch jetzt auch chronifiziert, in der neuen Schule der Demokratie. Und da beschreibe ich entlang dieses Projekts als Beispiel, was ein Mensch lernen muss, um zu diesem demokratischen Selbstbild zu kommen. Ich bin nicht Opfer, ich bin nicht Konsument, sondern ich bin Gestalter meiner Gesellschaft. Insofern, die Wahlergebnisse haben mich jetzt nicht überrascht, aber schockiert. Ich glaube, wir kämpfen jetzt nicht mehr gegen die Krise, wir kämpfen jetzt in der Krise. Die Klimakatastrophe geht nirgendwo hinweg. Und jetzt haben wir noch ein Europa, das von nationalistischen Parteien geprägt wird. Aber ich werde weiter an politischer Bildung arbeiten und ich werde weiter dafür kämpfen, dass Menschen sich ihres eigenen Verstandes bedienen können und dürfen, weil ich daran glaube, weil das die Werte sind, an die ich glaube und ich gebe auch nicht auf.